Zuckerjunkies, Folge 331. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dieser Podcast vermittelt dir Techniken, anwendbares Wissen für mehr Selbstsicherheit mit deinem Diabetes im Alltag. Viel Spaß mit der Show. Hallöchen, meine lieben Zuckerjunkies. Ich bin jetzt hier gerade in Duisburg auf der Diabetika und man sollte nicht glauben, ich darf heute auch hier moderieren. Richtig geil. Und wir hatten ja schon mal so ein bisschen Action. Hier wurde immer ganz dezentes Gebäude geräumt wegen dem Fehlalarm. Aber alles sehr, sehr, sehr gesittet vonstatten gelaufen. Oder heißt es so? Ja, macht euch einen Satz daraus. Ihr wisst ja, wie es bei mir ist. Viele, viele, viele Aussteller haben wir. Ne? Deutsche Diabeteshilfe. Dann auch das Zentrum für Jugend. Diabetiker aus Lüdenscheid. Klassiker sind natürlich da wie die Diasticker. Wir haben hier die Ypsopon vertreten. Wir haben natürlich Dexcom. Wir haben Freestyle Libre, Abbott. Also das Huda-Hu, oder wie das heißt, ist hier vertreten. Und ich freue mich jetzt darauf, gleich im Raum 3 meine erste Moderation zu machen. Da geht es dann um Diabetes, Schwangerschaft und Sexualität. Meistens ist das irgend so eine Kombi daraus. Ihr wisst ja, was ich damit meine. Und es wird dafür immer geil. Also was soll ich sagen? Ist ja hier wieder Familientreffen. Ne? Ich melde mich dann einfach nachher nochmal. Ja, und einer, den ich natürlich heute auch anmoderieren darf, das ist natürlich der Ivo von Dialetics. Geile Socke. Der spielt übrigens die ganze Zeit an seinem Handy herum. Eigentlich sollte er jetzt irgendwas arbeiten. Hi Ivo, was machst du hier so? Hi Sascha, wir haben gerade ja zu dritt ein richtig cooles Reel aufgenommen zum Thema Community-Events und warum diese Community-Events so geil sind. Und damit das möglichst viele Leute heute noch mitbekommen, schnibbel ich das gerade kurz zusammen und werde es gerade mal auf Instagram hochjagen. Was der Ivo jetzt nicht weiß, dieser Podcast kommt wahrscheinlich gefühlt in 2024 raus, aber ist okay. Ja, aber das ist auch happy. Ja. Gut, das Schöne ist doch, in 2024 gibt es auch wieder viele Community-Events, Patienten-Events etc. und Diabetes sowieso. Ja, ja. Also wäre ja schade. Unkraut vergeht nie, ja, kann man nur sagen. Ja, Zucker macht haltbar. Also wir sind ja unendlich. Ja. Scheiß auf Van Helsing. Und wen haben wir hier? Die Susanne Thiemann. Ja, hallo. Hey, guck mal, sag mal hallo der Community. Ja, hallo. Okay, ja, ganze Sätze bilden wir erst ab 10. Genau. Ja. Wie geht's dir? Was machst du heute hier so? Besucher oder machst du noch ein bisschen was? Nein, ich bin hier mit der Deutschen Diabeteshilfe, Landesverband NRW, wo ich auch ehrenamtlich aktiv bin. Wir sind hier mit dem Stand vertreten, freuen uns über ganz viele Begegnungen, tolle Gespräche. Der ist ja mit mir dann. Ja. Ja, guck mal, für uns klingeln schon hier die Glocken, ist ja geil. Dann drücke ich jetzt mal auf Stopp. Das mach du mal. So, und jetzt bin ich hier im Parcours von Dexcom. Oder hier werden die Gladiatoren von Sparta. Hier werden die fit gemacht. Und eine, die übrigens richtig fit ist in Sachen Tischtennis, ist die Kathi. Die versucht jetzt irgendwie ein Reel zu machen. Und ich halte sie voll drauf. Ich störe sie voll, aber ich finde es geil. Kathi, was machst du hier? Hi, ich halte gleich noch einen Vortrag. Da moderierst du mich ja hoffentlich auch gescheit an. Geiles, ne? Thema. Ja, geiles Thema. Also Sexualität, Schwangerschaft, Partnerschaft. Was kann ich machen? Was sollte ich machen? Es ist ja ein Tabuthema. Deswegen freue ich mich, vielleicht ein paar Tabus zu brechen. Du hast mich als Moderator. Wir ja, wir brechen sowieso da. Wir brechen so dermaßen alles auf links. Oh je. Wahrscheinlich gehen die alle schon gut raus. Ja. Genau, definitiv. Ja. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Mach bitte die Tür zum Licht aus. Ja, bitte. Und hier ist hinter uns gerade sind zwei Tischtennistische. Und die werde ich heute betreuen, weil ich spiele mein Leben lang Tischtennis. Ich liebe es sehr. Und ja, Dexcom und Tischtennis und Diabetes passt irgendwie für mich alles gut zusammen. Das ist geil. Dann wünsche ich dir viel Spaß und wir sehen uns. Bis später. Ihr wisst ihr, was grundsätzlich so richtig geil ist auf solchen Veranstaltungen? Ey, du hast überall sogenannte Hypohelfer. Also da liegt ohne Witz so gefühlte 30 Trilliarden Gramm Traubenzucker rum. Ja, und die versorgen das hier schon mal so richtig, richtig geil. Also wenn man eine Hypo kriegen sollte, dann auf so einer Veranstaltung, weil da kann dir echt nichts Besseres geben. Wobei ich sehe überall nur Traubenzucker. Also ich hätte eigentlich ganz gerne mal Gummibärchen. Könntet ihr das beim nächsten Mal irgendwie in die Wege leiten, dass ich hier Gummibärchen bekomme? Ich muss immer Traubenzucker essen.
So, und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, wir waren ja hier im Spartag-Parcours von Dexcom und hier sind richtig viele Geräte. Ich habe natürlich wieder nur die Hälfte verstanden, was für Geräte das eigentlich sind, aber dafür habe ich ja einen Profi, nämlich die Isa. Isa, wir haben hier Station 1. Ich habe zu Hause ein Spinningbike, das sieht aber irgendwie komisch aus, das Fahrrad. Was ist das für ein Fahrrad? Ja, hallo erstmal. Ja, das ist ein Fitnessgerät, halt für Fitnessstudio geeignet, für jeder User, sag ich mal. Hier kann man die Höhe des Sattel anpassen, kann man die Geschwindigkeit anpassen, die Schwierigkeitsgrad. Okay, aber ist das sieht aus wie so ein, wie nennt sich, Ergometer, nee, ja. Ergometer, ja, ja. So ein ja. Langweiler-Bike, alles klar. Jedermann-User, ja. Ja, okay, genau. Ja. Lassen wir es dabei stehen. Komm, gehen wir mal zur Station 2. Also fies rückenschonend. Also, rückenschonend? Ja, rückenschonend, ne, weil man sitzt aufrecht. Ah, ja, bei mir nicht. Ich bin da wie, wie so ein Buckelfips, ja. So, das sieht aus wie so ein Stuhl zum Quetschen. Tja, das ist so diese Butterfly oder Chest Press Bankdrücker-Maschine, sag ich mal. Einfach sitzen und dann von nach vorne drücken. Genau. Okay, so, dann Station 3. Station 3 haben wir das Biceps Curl, also für den Bizeps, Beuger. Ah! Man tut die Hände dazwischen und beugt man die Arme und dann langsam streckt man sie. Ah, okay. Ja, schön. Dann hätte man das auch erledigt. So. Dann, oder? Das sieht gut aus. Das ist die Favorite jeder Fitnessstudio-Person. Also Gengar, das ist der Abdominal-Crunch-Macher. Ach so, das Ding, das legst du über drauf, die Schulter? Ganz genau, beziehungsweise über die Schulter tut man die Hände dazwischen, ja. und macht man Crunches. Es ist schon für den Rücken, weil man die Padding dahinter hat. Ah, okay. Und kann man die gerade Bauchmuskeln schon trainieren. Ja, das ist ja schick. So, dann sind wir bei Station 5. Genau, das ist der Leg Curl. Das bedeutet, wir trainieren halt die Rückseite der Oberschenkel. Man setzt sich auch bequem in den Stuhl und dann streckt man die Beine und dann beugt man sie wieder. Nett. Also ich werde hier nicht mitmachen, glaube ich. Nett, ja. Dann sieht geil aus und ich finde es auch irgendwie richtig lustig, ein Rudergerät. Genau, der Cardio-Gerät zum Schluss. Wir starten mit Cardio und wir ändern mit Cardio halt Rudern. Okay. Und ihr seid ja immer dabei für die Ausführung, ne? Damit das ganz ordentlich genau ausgeführt genau wird, weil viele machen es ja falsch, die ziehen genau und dann sagen sie, aua, Sport ist blöd. Ja, also ja, wir machen so ein Zirkeltraining, tauschen nach einer Minute und dann haben wir kurze Pause dazwischen, dass jeder darf auf dem Gerät drauf. Das wollte ich nicht wissen, also immer eine Minute? Ganz genau. Okay. Und Ziel soll natürlich sein, wir sind ja hier auf der Diabetika, dass wir ein bisschen mit Glück auch etwas sehen, was mit dem Blutzucker passiert. Auf der anderen Seite soll es uns einfach zeigen, Sport ist gut für unseren Blutzucker. Ganz genau, ganz genau. Sehr schön, ich danke dir. Ich dir auch, danke schön. So, da Leute, in den ersten Vortrag mit der Kati zum Thema Diabetes, Sexualität und Schwangerschaft haben wir gut überstanden, war sehr lustig. So, wir waren sozusagen jetzt im Making-of von einem Kind. Jetzt ist das Kindchen auf der Welt und spannendes Thema. Ich habe hier gerade die Luisa vom DRK, DRK, doch, oder? DRK, richtig, hast du? Ja. Mein sensorisches, kurzzeitiges Gedächtnis. Jede Tagesfliege, weißt du, hat mehr Krebs teilweise als ich. Du bist gerne. Die Luisa ist da, die macht jetzt nachher, ist eine Frau Doktor, die macht jetzt nachher hier das Thema zum AED von der Wiege an, ne, quasi. In der Pädiatrie, genau. In der Pädiatrie? Ja. Was werden wir denn so ganz grob hören? Verrat uns das mal ein bisschen. Wir werden hören, welche Systeme verfügbar sind für die Pädiatrie, was Voraussetzungen sind, also Zulassungen, Altersbeschränkungen, Insuline und was die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme sein können, weil jeder empfindet das ja so ein bisschen anders. Ja, wichtiges Thema und aufklärungsintensiv, weil es gibt ja nicht nur ein System. Und es gibt vor allem nicht das beste System, sondern jeder muss eben für sich gucken, was er für sich als das beste System sich aussucht. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich drauf und dann sehen wir uns ja nachher schon wieder im Räumchen. Genau, bis gleich. Ja, meine Lieben, das war es auch schon. Relativ kurzer Besuch. Relativ kurzer. Ich war den ganzen Tag dort. Also war richtig cool. Ich kann euch nur empfehlen, geht einfach auf Messen. Geht irgendwo hin, wo sich die ganzen Zuckerhainis sammeln. Ich finde, es ist einfach immer geil. Ja, man muss halt einfach mal anfangen. Da werdet ihr automatisch Leute kennenlernen, wenn ihr ein bisschen offen seid. Und dann wird es wirklich wie ein Family-Treff. Und wenn ihr irgendwo ein Problem habt, dann erzählt es halt offen. Irgendjemand sagt, du, ich kenne da jemanden, ne, der weiß das und jedes oder der hat das auch schon mal durch. Ey, macht das. Ja, wenn es in eurer Nähe ist, geht auf Messen, wo Diabetiker sind, geht auf Fachvorträge und, und.
Lernt einfach Leute kennen, ihr müsst ja euch noch nicht mal alles anhören. Tingelt einfach rum, ihr werdet merken, wie entspannt das alles ist. Und es war mir ein Fest, auf der Diabetiker gewesen sein zu dürfen. Was für ein geiler Satz, die ganzen Deutschlehrer werden jetzt sich schon ein Kuliolner sagt, gut, der kriegt dafür eine Eins. Und es hat riesig Spaß gemacht zu moderieren, ne? Und natürlich auch wieder einen Haufen neue Leute kennenzulernen. Also mega, mir hat es tierisch viel Spaß gemacht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch irgendwo mal auf einer Messe sehe oder auf einem Event, wo ihr sagt, hey Sascha, ohne dich wäre ich wahrscheinlich niemals auf eine Messe oder auf ein Event gegangen. Ja, da feiere ich euch jetzt schon. In diesem Sinne, haben wir ein bisschen Spaß gehabt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Okay, jetzt bist du dran. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und du verpasst keine Folge mehr. Teile diesen Podcast auch mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten, denn jeder kennt irgendeinen Zuckerjunkie. Eine Bitte habe ich jetzt noch, geh auf iTunes und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen und gerne auch mit einem Kommentar, was dir gefallen hat oder welche Folgen du ganz gerne mal hören möchtest. Wenn du mehr über die Zuckerjunkies wissen möchtest, besuche auch meinen Blog zuckerjunkies.com. Dort findest du natürlich noch viel mehr über das ganze Thema Diabetes. Und bis dahin, wir lesen und hören uns. Bis bald.